Das alte Jägerschnitzel, klatsch es mal auf den Tisch. Oh, schon wieder. Oh. Ich glaube, es ist das, wonach es aussieht. Oh. 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 Was? Neben mir stehen zu dürfen? Ich wette, ich treffe das Tor vor dir, Mann. Einsatz? Mir reicht ein Stolz. Ah. Dann mach dich bereit, in deinem Stolz trete ich gleich mächtig in den Arsch. Jawohl. Komm schon, Jungs! Der Walker hat voll die Pickel! So. Walker. Boah, da freue ich mich jetzt drauf, das Spiel, ne? Natürlich. Also, wenn wir da jetzt nicht motiviert sind, dann weiß ich auch nicht. Freue mich darauf, Mr. Alexander im Derby zu plätten. Ja, ganz ehrlich. Das werden wir jetzt der Typ ist 1 Meter groß und 10 Zentimeter breit. Ganz ehrlich, den knicke ich weg wie ein Spaghetti. Ich würde sagen, wir lassen Taten sprechen für uns. Würde ich sagen. Den brechen wir wie ein Streichholz. Sein ganzes Leben. Und seine Ahnen. Oh, geil. Herzlich nice. Willkommen. Heute melden wir uns aus dem altehrwürdigen Old Trafford. Die sind überall, die beiden. Jeden Tag, überall. Manchester United gegen Liverpool. Mega. So. Da sehe ich schon den kleinen Walker. Das Spiel, worauf wir wirklich, wirklich lange gewartet haben, ne? Oh ja. Heute wird's lustig. Jetzt bin ich gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. Ich möchte zudem gar keine Freundschaft mehr aufbauen. Weil aber er wir dürfen behält. Dieses Spiel nicht verlieren. Soll ich vorher speichern und ein Backup machen? Eine leichte Situation für die beiden. Aus ihrer Freundschaft ist ja sowas wie eine Rivalität geworden. Sowas? Nicht von uns aus. Ja, ich wollte aber gerade sagen. Nicht von uns aus? Guck mal, wie selbstverliebt er einfach, wie selbstsicher er einfach da guckt und... Oh. Wir dürfen nicht und verlieren. Wenn wir hier verlieren, zeigt uns, nein. Wie Manchester United heute spielt. Ich werde heute ein bisschen ruhiger sein bei diesem Spiel. Nein, ich will nicht, dass du ruhig bist. Für mehr Konzentration, meine ich. Eine Spitze aufbieten. Ich will dich nicht allzu sehr ablenken. Weil das ist ein sehr wichtiges Spiel. Aber vielleicht ist es geskriptet, dass wir verlieren. Wir wissen es einfach nicht. Nein, sag das nicht, bitte. Okay, es ist geskriptet, dass wir gewinnen. Hier, Kloppo ist der Gewinngarant. Der Mourinho. Und hier ist der deutsche Bankchef. Und hier haben wir die Aufstellung. Hier fliegt ein fetter Brummer rum, ne? Ich weiß, wo der herkommt. Das ist eine Drohne. Das Fenster ist zu und hier kam eine riesen fette Fliege rein. Sieht aus wie ein Helikopter. Oh Gott. Ja. Es geht los. Wir haben Anstoß. Craig Pawson ist ready. Sehr gut. Und wir sind es auch. Würde ich sagen. Durchatmen. Okay. Gut. Scheiß auf den Walker. Ab geht's. Ach du Scheiße. Boah, ich bin so angespannt, ne? Nein, scheiß auf den Walker. Lass dich davon bloß nicht aus der Ruhe bringen. Nee, ich meine von der Motivation her. Ich will das unbedingt. Ja, das verstehe ich. Gutes Tackling. Pogba. Und Ibrahimovic. Ibrahimovic ist natürlich auch eine Wucht. Also Man United hat natürlich ein klasse Team. Ja. Man sieht, auch schon, man sieht aber auch schon die Spielstärke einfach. Man sieht die krasse Spielstärke. Ja. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen. So, sehr gut. Sehr gut rausgeholt. Einfach mal raus eben kurz. Vielleicht jetzt, Pogba. Jawohl, wichtig. Dass wir hier auch Zugriff kriegen. So, noch ist aber nichts gerettet. Zugriff hin und her. Das abseits. Oh, okay. Abseits. Er pfeift sie zurück. Sehr gut. Der Bankmanager ist außer sich vor Zorn. So, jetzt haben wir vielleicht mal eine Chance hier. Zuletzt lief es bei Man United nicht mehr so rund, oder Buschi? Boah, kann man so sagen. Sie haben so lange dominiert. Schön in die Spitze da. Das ist natürlich grob. Da möchte man natürlich wieder hin. Jawoll. So gefällt mir das doch. Gut. Jetzt Coutinho. Coutinho? Gut verteidigt. Nein, Coutinho, okay. Da kommt der Pass auf außen. Gute Idee. Konzentration. Versucht den Doppelpass. So. Sieht gut aus. Sie lassen den haben sie schnell laufen, gespielt. Aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Schöne Flanke. Schön. Und abgeblockt. Wichtig. Sehr, sehr gut. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Okay, nein. Ah, sehr gut. Sehr gut rausgeholt. Wunderbar. Schön. Mit Nachsetzen. Das war ein bisschen zu früh, aber egal. Oh, komm schon. Ist er ins Stolpern gekommen? Die sind auch wieder am Kleben hier, die Bälle.
Wir haben wieder eine Staubsaugermannschaft. Und jetzt einmal nach vorne ziehen. Es wäre schön, wenn wir das Spiel rübertragen könnten. Jetzt Storage. Da unten ist alles frei. Können wir jetzt mal ein bisschen das Spiel breit machen. Die stehen aber auch gut, ey. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sie suchen die Lücke. Mr. Alex Hunter. Okay, sehr, sehr gut. Oh, 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 oh. Oh, komm schon. Aber, oh, das hätte so, so eine schöne Form. Ja. Okay. Nein. Schussversuch. Zu weit. Aber Mr. Alex Hunter. Erste Annäherung. Das war immerhin eine Torchance. Die erste, glaube ich, im Spiel. Wie der Puls nach oben geht, das ist so krass. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Lukas Leva. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. So, warte. Die Abwehr steht gut. Ja, wir kriegen unsere Chance noch. Der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Und so schnell trägt der Ball sich wieder rüber. Sehr gut rausgespielt. Sehr, sehr gut. Das war nicht mehr so gut. In den freien Raum. Ah, alles gut, alles gut. Tolle Flanke. Flanke kommt gut in den Strafraum. Gut rausgeholt. Rein, trotzdem abgefangen. Alex ist auch überall auf dem Feld. Schön gesehen. Sie lassen Ball und Gegner. Die Annahme war nicht so schade. Einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Das sind zwei starke Mannschaften, die hier aufeinandertreffen. Das ist wie zwei Löwen einfach gerade. Man schenkt sich nichts, man zerreißt sich alles. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. So, gut. Stark. Okay. Er kommt als erster an den Ball. Martial. Wir sind noch nicht raus. Wir sind noch nicht raus. Okay. Das ist echt. Echt Anspannung das pur, ey. Boah, ist ja unglaublich. Alex Hunter. Da kommt die Tafel, 2 Minuten. Schade, hätten wir den gehabt. Aber dann kommt doch noch einer. Das wär's gewesen. Das wäre die Chance aber gewesen. Aber erste gute Halbzeit, gute Halbzeit. Beide Mannschaften sind drin. Am Anfang ein bisschen das Spiel finden müssen, aber hinterher kam dann auch die Dominanz. Huch. Ja. Oh Gott, ich muss mal eben ganz kurz. Auf jeden Fall, Alex Hunter macht ein besseres Spiel als Gareth Walker. Ja, so Gareth oder so. Walker sieht man bisher nicht so. Nee. Aber wir müssen uns erstmal sowieso einfach nur auf uns konzentrieren. Ja. Kommt schon. Kurze Frage zwischendurch. 6,8 Wertung, oh Gott. Kurze Frage zwischendurch, wenn du jetzt die Antwort, das Angebot hättest von Manu, würdest du ja oder nein sagen? Jetzt bei Liverpool, wenn wir bei Liverpool wären und zu Walker wechseln könnten. Ja, generell zu Manu halt. Also ein attraktives Angebot. Nee. Okay. Also ich meine, Liverpool ist ja eh der Verein von unseren Großvatern, ne? Ja. Und deswegen finde ich das schon eine gute Entscheidung. Das finde ich gut. Also, das haben wir auch am Anfang so festgelegt. Ja. Wir sind von klein auf Liverpool-Fan. Ja. Da geht man für Geld nirgendwo hin. Das finde ich mich genauso, das ist nämlich eine Herzsache. Und sind wir ganz ehrlich, das Portemonnaie ist ja voll genug. So, das ist nicht so gut. Oh, das ist gut gespielt. Das ist sehr gut gespielt. Oh, gefährlich. Gefährlich. Holy. Das ist unser. Hat der Spieler zuletzt berührt? Okay. Jetzt Lallana. Alex Hunter. Wir gehen kurz hinten rum. Und Zuspiel für Storage. Gleich. Mist. Da darf ich nicht so ziehen. Entschuldigung. Okay, zack. Oh, Alter, wenn der da zu dem kommt. Storage. Ey! Alter! Schiri! Alter! Das kann man auch mal pfeifen, ja? War gepfiffen? Wurde gepfiffen, ja. Okay. Zum Glück. Das alte Spiel, die Mauer. Ach, die Mauer, komm schon. Herr Schiedsrichter korrigiert nochmal die Mauer. Die Fans wollen natürlich den Sieg und beschweren sich hier immer wieder, weil es ihnen viel zu lange dauert. Ja, na klar. So, ich kann nichts machen. Hä? Gäste doch. Nicht besonders nee, das macht das von selber irgendwie. Die haben ich kann gerade nichts machen. Okay, vorsichtig. Nun, Storage.
Und jetzt gehen sie über die Flügel. Der Ball zu Hunter. Flanke war nicht schlecht, aber die Abwehrspieler standen gut. Ibrahimovic. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Komm her. Da passt er auf. Jawohl, jawohl. Sehr gut rausgeholt, sehr, sehr gut. Emre Can. Nein. Sehr gut verloren. Ach komm, Schiri. Da haben wir doch den Ball gespielt. Was ist denn hier los? So ein emotionales Spiel gerade. Boah, das ist echt ein spannendes Spiel. Lauf, 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 lauf. Sehr gut rausgeholt. Oh, Alex Hunter. Alex Hunter. Hier gerade Zweikampf. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nein! Da kam er oben so gelaufen. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Ja, dachte ich auch. Gut, dass Herr Buschi das extra nochmal auffasst. Valencia. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Ja, natürlich. Alter, gut gepasst, aber muss man zugeben. Wer war das denn? Und er bringt den Ball rein. Oh nein, oh nein, oh nein. Bloß nicht. Nicht der. Nee, nicht der Pausenclown. Aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Er spielt zurück. Guter Doppelpass. Manchester United auf dem Weg nach vorn. 15 Minuten. Macht er ihn! Nein! Zlatan Ibrahimovic macht es. Was war das denn? Das hat er klasse gemacht. Ja, richtig. Dass er den Ball hier. Alter. Genau so muss er es machen. Alter Schwede. Ich hätte ein Backup machen müssen. Ich hätte ein Backup vom Safegame machen müssen. Scheiße. Und wir werden ausgewechselt. Oh nein. Oh nein. Ist besser so, denn es besteht ja immer das Risiko der zweiten Gelben. Oh, das ist natürlich jetzt. Das ist so, spielt das so, ist so in die Karten, bitter. Ne? Das ist so bitter einfach. Und wir haben so vorher so gut gespielt. Jetzt können wir uns das Spiel noch anschauen oder simulieren. Ach komm, anschauen. Okay. Das ist so. Boah, ist das bitter. Und es hat bis in Durchgang 2 gedauert. Oh nein. Boah, das ist ärgerlich. Aber immerhin hat es Walker nicht gemacht. Ja, boah, das wäre jetzt doch. Ja, das wäre Horror gewesen, vielleicht. Ja. Aber wieso wird Alex Hunter eingewechselt? Ich verstehe es nicht. Ja, wir haben ja gar nicht schlecht gespielt. Ja. Fand ich. Und die letzten 10 Minuten gescriptet. Sind ja angebrochen. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Boah, ist das frustrierend gerade wieder. Klein. Aber ich finde es krass, mit welcher Anspannung wir jetzt in dieses Spiel reingegangen sind. Da merkt man einfach, wie wichtig das einem so ist. Ne? Das ist so krass. Scheiße. Und dann sowas. Ja. Keinen Fehler zu machen. Das muss aber geskriptet gewesen sein. Auch, dass wir aus dem Spiel genommen werden, damit wir jetzt keine Rache üben oder so. Glaube ich. Ich weiß natürlich nicht. Das sieht so einfach aus. Nein. Aber dieser Ballbesitzfußball ist das Ergebnis von hartem Training. Coutinho jetzt am Ball. Und schon gar nicht Walker. Nee, bitte nicht. Vielleicht kriegen wir noch eins rein. Aber ich glaube, 90. Das wird knapp. Die Flanke in Richtung. Da kommt der Kopfball. Ja, natürlich. Richtige Chance hier, aber kein Tor. Knapp was, schade. Da können wir leider nichts mehr mitmachen. Nichts mehr helfen. Und sind die Hände und Füße gebunden. Es ist ein Trauerspiel. Kloppo, wie hast du dich entschieden, Kloppo? Was ist denn dein Problem? Ibrahimovic geht raus, der Torschütze und der Will Keane. Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen absafen, absichern. Mhm. Ergebnis. Verbarrikadieren. Ah. Ja. Der Schiedsrichter pfeift ab. Boah, ich bin gerade voll frustriert. Das Derby 1-0 verloren. Ich bin gerade voll frustriert, das darf doch nicht sein. Und Gareth Walker, wie hast du sie gesehen? Naja, ist wieder spannend. Am Ende Walker natürlich mit dem besseren Ende. Man hat aber bei beiden irgendwie gemerkt, dass das ein sehr besonderes Spiel für sie war. Ach, gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Ah.
irgendwann. Die Zeit ist noch nicht reif. Vielleicht war es auch zu früh. Wir sind gerade erst wieder in Premier League. Das wäre vielleicht zu früh gewesen, jetzt schon direkt das Showdown zu haben. Ich glaube, wir kriegen unsere Chance noch. Ich glaube, das war jetzt so gewollt. Es hätte nicht anders kommen sollen, nicht anders kommen können. Ich glaube, da kommt noch später. Die Rache wird noch erfolgen. Ich bin so sicher. Es hätte hier gar nicht anders laufen können. Was ein können. Spiel, ey. Das ist... Boah. 6,6er Wertung. Boah, das war so spannend gerade, ne? Das ist echt krass. Wie ärgerlich einfach. Ja gut, ich würde sagen, Kopf hoch, ne? Es ist ja jetzt noch nicht alles verloren. Ich werf ja alles um! Wir haben davor ein klasse Spiel gemacht. Ja. Vielleicht war der Kopf noch nicht frei genug in diesem Spiel. Da waren zu viele Gedanken Ich glaube, das Schicksal hat die Fäden vorher schon gesponnen. Und wir haben relativ wenig ausrichten können dagegen. Ja. Aber immerhin ist das Ansehen beim Trainer immer noch das gleiche. Ja. Und manchmal, man weiß es ja, manchmal kann man sich gegen sein Schicksal auflehnen. Und vielleicht auch noch was reißen. Passiert ja oft genug im Leben. Hey, Alex. Warte mal. Ich komm gleich nach. Gas? Cooles Spiel, Alter. Diesmal haben wir gewonnen. Aber nächstes Mal seid ihr dran. Ja, mal sehen. Alex, mein Abgang, weißt du, Verträge, Geld, Medien, hat mich geblendet. Nein, Mann, schon okay. Echt ein irres Leben. Wir finden beide erst unseren Weg. Mann, ich werde momentan von einer Firma verfolgt, für die ich Hosen mache. Sorry. Mann, die geben wirklich keine Ruhe. Komm schon, mach endlich hin, Hunter. Mir knurrt gewaltig der Magen. Ich komme. Na bitte, Superstar Gareth Walker. Funkelst ja wie pures Gold. Hätte ich bloß meine Sonnenbrille dabei. Williams, was machst du hier? Oh, ich bring den führerscheinlosen Jungen hier nur zum Abendessen. Kannst gerne mitkommen. Na, so ist das also. Ihr zwei habt euch also in der Championship angefreundet, hm? Yes. Ist lange her seit dem Sichtungslehrgang. Komm. Ist schon okay, Mann. Ich hab Besseres zu tun, als mit euch abzuhängen. Ach, lassen wir ihn eben. So ein Superstar hätte eh nicht in mein Auto reingepasst. Ernsthaft, ich bin schon unterzuckert. Was? Ja, vielleicht merkt er mal. Hat er gestern gerade das Gespräch mit uns gesucht und dann die coole Sau raushängen lassen? Was ist da jetzt los? Würdest du dem gestern mal eine Chance geben? Also ich bin ehrlich gesagt momentan eher skeptisch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ist natürlich schwierig. Also jetzt gerade klang der Alex selber ja auch eher skeptisch. Ne? Ja. Ist auch richtig so. Vielleicht heilt die Zeit die Wunden. Man weiß es nicht. Und wie der große Alan Shearer schon sagte, Mr. Alex Hunter lernt das Verlieren. Da musste Jim Hunter auch durch, gehört zu jeder großen Karriere dazu. Und genau, das stimmt ja auch. So sieht's aus. Tommy Hendershot schreibt, schickt den Mr. Alex Hunter zurück zum Leihteam. 1-0 gegen Manchester United. Bah, ja gut, aber es ist ein starkes Team. Was will der Tommy? Die Mama hat immer einen Standardsatz einfach abgespeichert. Ja. Man kann nicht immer gewinnen. Räum den Zimmer auf. So, Harry Kane, das müssen wir abhaken, Mr. Alex Hunter. Wir sehen uns im Training und genau so ist es auch. Patrick Harrington, danke Liverpool, dass Mr. Alex Hunter von Beginn an ran darf, das hatten wir schon. Das kennen wir schon. Und das nächste Spiel ist Pokal gegen Everton. Mal gucken, ob wir diesmal ran dürfen. Ich würde es mir wünschen. Ich bin gespannt. Bei Newcastle durften wir ja nicht ran, aber diesmal vielleicht. Ja, aber jetzt. Jetzt erstmal. Naja, Training. Erstmal Training. Diesmal machen wir es aber, ne? Ja, klar. Diesmal machen wir es aber. Natürlich. So, ich lehne mich mal gemütlich hin. Ja, gönn dir. Schön.